Konnichiwa minasan, herzlich willkommen zu einem Kochvideo und zwar dem ersten richtigen Kochvideo, was ich jetzt heute hier mal für euch versuchen werde. Es gibt japanische Frikadelle. Hambage heißt das Ganze auf Japanisch. Man muss aber sagen, die Übersetzung Frikadelle passt vielleicht nicht so ganz. Es ist irgendwie was zwischen Frikadelle und so einem halben Hacksteak oder so, könnte man sagen. Ihr werdet gleich sehen, was es genau ist. Ist sehr lecker, wie ich finde. Ich habe das in Deutschland auch schon mal ein paar Mal gemacht und möchte das jetzt hier auch in Japan natürlich machen. Meine Freundin ist nämlich heute da und da habe ich gesagt, komm, ich versuche das mal hier in Japan und mach das mal. Falls ihr euch fragt, warum meine Augen so ein bisschen rot sind, ich habe gerade übelst geheult, weil ich die Zwiebel schon mal geschnitten habe und boah, Zwiebeln schneiden ist furchtbar. Ich hasse das. Ich hasse das. Kommen wir aber zu den Zutaten. Was brauchen wir? Wir brauchen eine halbe Zwiebel und zwar so wunderschön geschnitten, hier einfach klein hacken. Ja? So kleine Würfel können wir machen. Muss möglichst klein auf jeden Fall sein. Im Übrigen, das Rezept jetzt hier mit den Zutaten von der Menge her ungefähr für 3 bis 4 Personen. Also bei den Japanern reicht das für 4 Personen, in Deutschland vielleicht eher 2 bis 3 und ehrlich gesagt müssen wir selber mal gucken, wie das jetzt wird, weil in Deutschland haben wir das immer ein bisschen anders gemacht von der Menge her. Aber eigentlich nach japanischer Art ist es geplant für 4 Personen. Dann brauchen wir ein Ei, von der Größe her, ja mittlere Größe würde ich sagen, die Japaner haben hier irgendwie nicht diese größten Standards oder ich habe es nur noch nicht verstanden, ungefähr so eine Größe ein Ei. Dann brauchen wir einen Block Tofu oder um ganz genau zu sein, brauchen wir die Hälfte von diesem Tofu-Block. Was die Art des Tofus angeht, so ist es natürlich ein bisschen schwer, weil in Deutschland, selbst wenn Tofu verkauft wird, dann gibt es dann natürlich viele verschiedene Arten. Wir kaufen diesen hier. Kinö wird das gelesen, ja. Kinö ist sozusagen die Art, könnte man sagen, von dem Tofu. Ich würde aber mal behaupten, dass es auch mit anderen Tofu-Sorten geht. Deswegen, es ist nicht ganz so schlimm, wenn ihr da eine andere nehmt. Aber wenn ihr das so machen wollt, wie wir es hier machen, dann solltet ihr diese hier suchen im japanischen Supermarkt in Düsseldorf zum Beispiel. Und zu guter Letzt das Wichtigste bei der Frikadelle oder dem Hambage, natürlich das Fleisch. Wir brauchen gehacktes. Und zwar ungefähr 300 Gramm. Ich habe jetzt 340 Gramm gefunden. Hier im Supermarkt gibt es nämlich keine Fleischtheke, wo du sagen kannst, ich hätte gern so viel Gramm, sondern die verpacken das immer so und das war jetzt den 300 am nächsten mit 340 Gramm, deswegen habe ich das genommen, also circa 300 Gramm. Und was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, das hier, Salz und Pfeffer. Das war es aber auch schon von den Zutaten. Die brauchen wir, um diese Frikadellen jetzt zu machen. Dazu kann man natürlich noch verschiedene Sachen servieren. Wir werden jetzt dazu noch Brokkoli machen. Ich werde noch eine Avocado schneiden und Reis. Das ist jetzt das, was wir so machen. Man kann natürlich noch verschiedene Beilagen machen. Aber in diesem Video soll es jetzt hier nur darum gehen, wie man diese Frikadelle macht auf japanische Art und Weise. Denn wie man eine Avocado schneidet, das wisst ihr wahrscheinlich. Wie man Brokkoli macht, das wisst ihr auch. Also da kann ich euch nichts erzählen. Da könnt ihr mir vielleicht noch was erzählen, weil ich keine Ahnung davon habe, wie man das richtig macht, sondern meine eigene Art habe. Wir fangen jetzt an mit den Zwiebeln. Und zwar müssen die Zwiebeln erstmal mit einem bisschen Butter angebraten werden, so bis die schön eine goldige braune Farbe haben. Die Butter kommt in die Pfanne und dann wird das Gas angemacht. Jetzt warten wir natürlich erstmal ein bisschen, bis die Butter da ein bisschen brutzelt und geschmolzen ist und dann kommen die Zwiebeln da natürlich rein und werden schön goldbraun gebraten. Ich bin im Übrigen, wie gesagt, überhaupt kein Profi, was das Kochen angeht. Also ich habe das kaum in meinem Leben gemacht bisher, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen, es ist wirklich eine Amateur-Rezeptart und Weise hier. So, jetzt brutzelt das schön ab mit den Zwiebeln rein da. Da müssen wir auch die letzten Restzwiebeln müssen natürlich verarbeitet werden. Deswegen kommt alles da schön rein. Und jetzt muss das Ganze halt erstmal schön gebraten werden. Und das dauert jetzt etwas, bis das dann goldbraun ist. So, ich habe das Feuer jetzt ausgemacht. Die haben schon eine sehr, sehr gute Farbe jetzt. So ungefähr muss das aussehen. Ne? Also sind jetzt schön goldbraun. Sind natürlich ein paar, haben noch weiße Stellen und so, das ist klar. Aber das reicht für unsere Zwecke vollkommen. Also viel durchgebratener müssen die jetzt nicht sein, aber viel weniger auch nicht unbedingt. Sondern das ist genauso richtig. Wir lassen die jetzt ein kleines bisschen abkühlen, weil wir die gleich nämlich weiterverarbeiten müssen. Und das ist sonst ein bisschen heiß. Was wir jetzt aber schon mal machen können, ist den Tofu nämlich mit Küchenpapier trocknen. Also erstmal, da läuft immer so ein bisschen Wasser raus. Und dann, zack, tun wir den mal hier auf das Küchenpapier. Und von oben wird jetzt nochmal eins draufgelegt. Denn der muss ein bisschen seine Flüssigkeit abgeben,
bevor wir die dann jetzt gleich weiter verwenden, machen wir nochmal eins drauf. Und so lassen wir den jetzt erstmal liegen. Und der wird dann gleich auch weiterverwendet. Wenn die Zwiebeln ein bisschen abgekühlt sind, dann nehmen wir jetzt erstmal den Tofu. Und wir brauchen von diesem Block aber nur die Hälfte. Deswegen, zack, schneiden wir den einmal in der Mitte durch. Dieser Tofu, der kommt jetzt schon mal hier in unsere Bowl rein. In die Bowl kommt außerdem noch das Ei natürlich rein. So, zack, das Ei kommt da auch noch rein. Und dann unsere Zwiebeln, die müssen wir da auch noch schön reinstreichen. Und deswegen müssen wir auch ein bisschen warten, bis die ein bisschen abgekühlt sind. Muss man jetzt auch nicht zu lange warten, aber so ein bisschen sollte man schon warten, weil wir müssen das dann jetzt gleich mit den Händen nämlich noch schön formen und verkneten. Und das ist schon mal ein bisschen warm ansonsten, wenn man das macht. So, und wir brauchen natürlich das Fleisch. Das haben wir jetzt hier, gutes Koksan, also aus Japan, japanisches Fleisch sozusagen. Machen wir das einmal auf. Das ist jetzt wirklich hier gehacktes, aus gemischt irgendwie Schwein und Rind ist das. Und das kommt auch noch da rein. Was wir natürlich auch nicht vergessen dürfen, ist Pfeffer und Salz. Das kommt nämlich jetzt hier auch noch rein. Ne, da macht man dann ordentlich hier, ich liebe Pfeffer, ne, da muss Pfeffer in die Frikadelle. So, Pfeffer und das Salz, was nie rauskommt, da können wir uns jetzt hier eine halbe Stunde lang abschütteln. Deswegen machen wir das einfach mal auf. So, und machen ein bisschen Salz so rein, Prise Salz muss da so rein. Guck mal, da geht das doch schon viel besser. So, nachdem wir alles reingemacht haben, muss das Ganze jetzt geknetet werden. Und das ist immer was ich auch nicht so gerne mache, das Ganze hier immer zu kneten. Aber mein Gott, man muss es halt machen. Die Wärme von dem Tofu, nicht von dem Tofu, von den Zwiebeln, kommt auch noch so ein bisschen durch. So, aber das muss wirklich richtig gut verknetet werden. Und das machen wir jetzt mal. Das sieht schon sehr gut aus. So muss das ungefähr aussehen. Und jetzt muss ich mir kurz die Hände waschen, denn ich habe was vergessen. Und zwar kann man auch noch Käse reinmachen, wenn man möchte. Und Mayu isst immer gerne Käse und ich esse auch immer gerne Käse mit im Hamburger drin, also beziehungsweise in der Frikadelle. Es geht nicht auf. Jetzt habe ich es aufbekommen und hier haben wir die Käsescheiben. Die brauchen wir jetzt gleich auch noch. Haben wir noch mal kurz die Hände gewaschen, natürlich alles schön hygienisch. Und jetzt formt man hier aus diesen kleinen Fleischklumpen formt man jetzt die Frikadelle. Und zwar, indem man das immer hier so hin und her macht. Da-dam, da-dam. So, und dann in der Mitte können wir ein wenig Käse reinbauen. Ich sehe gerade, ich habe es noch nicht ganz aufgemacht. Ich glaube, ich werde echt kein Profi mehr. So. Okay, jetzt nehmen wir hier also den Käse. Den haben wir jetzt hier. Zack, da kommt der Käse. Und den Käse können wir jetzt hier dann so reinformen. Man kann es auch ohne Käse machen. Ne? Also ich werde auch was ohne Käse machen, weil meine Freundin keinen Käse möchte. So, dann baut man den Käse da so schön rein und dann macht man hier wieder so ein bisschen zack, 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 immer hin und her, bis der schön in Catchball-Form ist, sagen die Japaner, Kyachibode, ne, dass der hier schöne wie beim Baseball in so einem Catchball ist. Okay, und dann legt man den auf den Teller, den man dabei hat und macht die anderen. Ich habe jetzt alle mal fertig gemacht und wenn die alle fertig sind, müssen die circa 10 Minuten in den Kühlschrank. Die guten Hamburger waren jetzt ungefähr 10 Minuten im Kühlschrank und jetzt geht es richtig los, denn jetzt werden sie gebraten. Wir fangen wieder mal an mit ein wenig Butter. Wir nehmen einfach die Pfanne von eben mit den Zwiebeln, da ist ja noch ein bisschen Geschmack drin, das kommt dann noch ein bisschen besser und machen das Gas an. Auch hier warten wir jetzt wieder ein bisschen, bis die Butter geschmolzen ist und dann braten wir jetzt jeweils zwei Hamburger, also zwei Frikadellen immer gleichzeitig, weil das ist nicht ganz so groß hier. Die Pfanne ist auch ein bisschen nach oben gewölbt. Wir haben aber keine kleinere Pfanne. So, jetzt kommt einer hier mit Käse rein und man drückt die von oben nochmal so ein bisschen rein. Sehen wir, hier kommt schon der Käse raus. Muss halt immer ein bisschen managen hier, damit eben es leichter brät und das Hackfleisch auch leichter durchgebraten wird. Käse ist jetzt da oben, das ist natürlich nicht so gut, aber hey, komm, da kannst du nichts machen. Und eine ohne Käse machen wir jetzt hier auch mal rein. Auch da drücken wir von oben so ein bisschen. Und die braten jetzt erstmal von unten ein bisschen an. Dann werden die umgedreht. Jetzt gucken wir mal, ob die schon ein bisschen angebraten sind. Und da sehen wir, oh ja, die haben schon ein bisschen. So, müssen wir mal das Feuer ein bisschen weiter runter machen hier. So. Mit dem Gas muss man immer so ein bisschen gucken. Ich bin noch nicht wirklich daran gewöhnt, an das Gas.
So, wenn ihr das in Deutschland macht mit einem normalen Herd, ich glaube so auf Stufe 9 habe ich die immer gebraten. So, und jetzt werden die von der anderen Seite noch ein bisschen gebraten. Und wenn die von der anderen Seite jetzt auch ein bisschen gebraten sind, wie wir sehen, dann drehen wir sie nochmal um. Und jetzt kommt das Spezielle bei denen, es kommt ein bisschen Wasser dazu. Wir geben ein bisschen Wasser da rein und hauen von oben einen Deckel drauf. Zack, wir haben jetzt leider keinen Deckel, der genau da drauf passt. Aber na gut, ein bisschen kleinerer Deckel tut es auch. Und jetzt werden die nämlich durch das Wasser, was dann verdunstet, braten die nicht ganz so hart an, sondern die werden schön weich von innen, so dass die wirklich perfekt hinterher sind. So lassen wir die jetzt noch ein bisschen braten, dann machen wir den Deckel ab und lassen die noch ein bisschen normal braten, dann ist schon fertig. Jetzt schauen wir mal hier, oh, das sieht sehr gut aus, der Deckel kommt weg. Und wir lassen die beiden noch kurz mal von beiden Seiten braten, aber das sollte schon, ja, da sehen wir, der Käse kommt auch schon raus. Man erkennt immer, dass die fertig sind, wenn der Saft, der hier rauskommt, wenn der nicht mehr so rot ist, dann sind die fertig. Na, also jetzt noch ein kleines bisschen und dann haben wir sie auch. Sind vielleicht schon ein bisschen zu dunkel geworden, obwohl ich mag das gerne, wenn die so ein bisschen dunkler sind. Da muss man immer gucken, wie man das selber gerne mag. Damit sind die auch fertig. Wir können das Gas ausmachen und dann schön hier auf den Teller, ich habe ein bisschen was vorbereitet, können wir dann jetzt die Frikadelle tun. Müssen wir natürlich aufpassen. So, da kommt die Frikadelle drauf, da gibt es noch eine Schale Reis zu und dann wäre das Menü auch fertig. Wir haben die Frikadellen jetzt gegessen, war wirklich sehr, sehr lecker, war auch noch schön weich ein bisschen von innen. So wie das sein muss, also schön saftig, saftig sagt man glaube ich, ja, saftige Frikadellen. So muss das sein mit dem Tofu und alles, schmeckt wirklich sehr, sehr gut und kann ich euch nur empfehlen, das mal zu machen. Das war es damit auch vom ersten Kochvideo, vom ersten richtigen Kochvideo. Ich habe ja schon mal ein Bento gemacht, aber das ist jetzt nicht so ein richtiges Kochvideo. Hier jetzt mal mit Rezept. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr könnt das Ganze auch zu Hause nachkochen. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter dann mal ein Bild schicken, wenn ihr es nachgekocht habt oder so. Könnt ihr auch gerne machen. Das ist auf jeden Fall die Art und Weise, wie die Japaner diese Frikadellen hier zubereiten. So machen die das. Habe ich von Marius Mutter bekommen, das Rezept, und habe es dann in Deutschland mal so ausprobiert und hier mache ich dann eben auch so. Kann man also in Deutschland durchaus auch machen, wenn man sich eben irgendwo Tofu besorgt. Das war es dann auch schon wieder von diesem Video. Wie gesagt, hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Da gibt es noch einen Link, über den ihr dieses Projekt, diesen Kanal und die Videos durch eine direkte Spende unterstützen könnt. Es gibt viele Online-Kurse, mit denen ihr Japanisch lernen könnt. Die Links dazu unten auch in der Videobeschreibung. Und es gibt meinen Amazon-Affiliate-Link. Wenn ihr über diesen Link irgendwas bei Amazon einkauft, bezahlt ihr keinen Cent mehr, aber ich bekomme noch eine Provision und so könnt ihr diesen Kanal natürlich auch unterstützen. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!